Ich denke mal, die meisten von euch werden einen Garten haben. Zumindest einen Vorgarten oder einen Balkon, auf dem Pflanzen sind. Und wir alle, die wir das 40. Lebensjahr zumindest überwunden haben, wir wissen, dass es immer wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, die wirklich unsere Natur zum Erliegen bringt. Das waren schon das Herkuleskraut und ganz andere Dinge. Im Moment werden gerade Steingärten ideologisch behandelt. Und wir dürfen uns dadurch nicht nervös machen lassen. Und ich habe da aus meinen eigenen Gartenerfahrungen ein Buch veröffentlichen dürfen. Wir hatten also das Pech, als Städter ohne die geringste Ahnung von Gärten einen circa, sagen wir mal so, 12 A großen Garten zu bekommen. Und das war natürlich eine Aufgabe. Und da sind wir natürlich nicht nur glücklich gewesen drüber, über die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und davon handelt also hier mein kleines Büchlein. Fremdenfeindlich oder umweltfreundlich? Es war die Zeit der Bürgerinitiativen, des erwachenden ökologischen Bewusstseins, das mal zu Recht, mal zu Unrecht eine chemische Substanz, eine zugewanderte Pflanze oder einen Parasiten zwischen die Zähne nahm, um es kurz danach wieder zu vergessen. Es war die Zeit, als die Grünen die breite Front der Bürgerinitiativen zur Parteigründung nutzten und alle konkurrierenden Parteien ihr Herz für die Natur entdeckten. Wie alle bewusst lebenden Menschen, die Meinungen des Zeitgeists nicht als Modeerscheinung empfinden, sondern als unumstößliche Wahrheiten, so haben wir im Gleichschritt mit einer großen Zahl unserer Zeitgenossen versucht, Ökologie und Gartengestaltung zu vereinen. Schwierig wurde unser Vorhaben, als wir auf Zeitgenossen trafen, die für sich beanspruchten, die Deutungshoheit für den Begriff Natur für sich gepachtet zu haben und ihre Ansichten ihren Mitmenschen, also auch uns, aufoktroyieren wollten. So widerfuhr es uns mit unserem alten Freund, den wir Hubert nennen wollen. Ich möchte nicht haben, dass der weiß, dass wir von ihm reden. Der liebe Hubert, höchst engagiert in ökologischen Angelegenheiten und beteiligt an diversen Projekten zur Rettung von Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten, war ebenfalls mit der Gestaltung eines Gartens beschäftigt. Wer bietet sich besser als Opfer für stundenlange Diskussionen über Gartenfragen an, als ein uninformierter Leidensgenosse? Es ist keinesfalls ärgerlich, wenn Menschen eine Meinung haben, sofern sie der unseren gleicht. Ist dies nicht der Fall, so ist es ratsam, zur Verbesserung der Stimmung das Thema zu wechseln. Das hätten wir auch mit Hubert bei unseren Gartenfragen tun sollen. Zu allem, was sich uns als logisch und schön anbot, hatte Hubert eine Meinung, die immer genau das abgelehnt hat, was wir dachten. Er kannte für jede unserer gärtnerischen Absichten eine bessere, ökologische Alternative. Die Diskussion um geeignete Sträucher war ein Highlight und gleichzeitig das Ende unserer gartenbezogenen Diskussion. Überschrift: Insekten und Vögel können nicht lesen. Wir hatten gerade zwei Sträucher gepflanzt. Dies waren eine kanadische Felsenbirne und eine Forsythie. Bei der Erwähnung der kanadischen Felsenbirne hat Hubert sein schweres Haupt sorgenfältig geschüttelt. Dieser Busch sei zwar standardgerecht, aber nicht standardheimisch und daher abzulehnen. Dass Vögel diesen Strauch mit seinen Beeren lieben, konnte seine Ablehnung nicht erschüttern. Bei der Erwähnung unserer Forsythie, auch Goldflieder oder Goldlöchchen genannt, hellten sich seine Gesichtszüge auf. Gefragt, wie seine ebenso spontane wie ungewohnte Akzeptanz zu interpretieren sei, meinte er, dass die Forsythia bereits vor der letzten Eiszeit in unseren Breiten heimisch gewesen sei. Danach wäre sie verschwunden und käme jetzt wieder über den Gartenbau zurück zu uns. Es ist verständlich, dass wir danach keine Lust mehr verspürten, mit Hubert Gartenfragen zu diskutieren. Die Forsythia ist ein schöner Busch. Punkt.
dass sie ökologisch irgendeinen besonderen Wert hätte, der den irgendeiner anderen Pflanzen überstiege, das konnte ich weder vor noch nach Huberts Äußerung beobachten. Bienen oder andere Insekten konnte ich an ihren Blüten noch nicht beobachten. Früchte habe ich noch keine daran gesehen. Und was die Forsythie sonst für die Umwelt zu leisten vermag, das weiß wohl nur der gartenideologisch vorgeschulte Fachmann. Manche Organisationen, die sich den Naturschutz auf ihre Fahnen geschrieben haben, kämpfen verbissen gegen Pflanzen, die nicht standardheimisch sind. So auch gegen unsere Kugeltrompetenbaum, der weder Blüten noch Früchte hervorbringt. Die Vögel in unserem Garten jedoch lieben das Gewächs. Das schließe ich aus der Begeisterung, mit der sie den kleinen Kugeltrompetenbaum aufsuchen. Er ist ein beliebtes Nachtquartier zahlreicher Vögel, die laut schimpfen, wenn es bei uns an Sommerabend einmal später wird und wir ihre wohlverdiente Nachtruhe stören. In einer Veröffentlichung eines Naturschutzvereins durfte ich lesen, dass dem Schmetterlingsflieder, also der Buddleia Davidii, die Einstufung als wertvolle Pflanze mit der Begründung abgesprochen hat, dass er zwar eine begehrte Nektarquelle als Futterpflanze, aber völlig wertlos sei. Das ist ebenso falsch wie albern. Was ist für Falter und Bienen wichtiger als eine gute Mahlzeit, die der Schmetterlingsflieder reichlich bietet? Wäre die Natur so ideologisch und humorlos wie manche selbsternannte Ökologen, würde sie nichts mehr ausprobieren. Und es gäbe keine Sonderformen durch spontane Mutationen mehr. Die gibt es aber. Nein, wir sind im Garten nicht fremdenfeindlich. Wir richten ihn mit Pflanzen entsprechend unseren Vorstellungen und Träumen ein. Ist dies ein Naturgarten? Schön. Aber warum soll ein Gärtner, der die asiatische Kultur lebt, sich keinen japanischen Garten anlegen? Xenophobie, also Fremdenangst, wird von Ökoideologen, die am liebsten jeden Fremden aus unseren Gärten mit Spitzhacke und Beil vertreiben würden, als Tugend angesehen. Jeder Gärtner, der Libellen und Kröten, Blindschleichen und Schmetterlinge in seinem Garten liebt, wird für diese Tiere etwas tun. Braucht es dafür eine Ideologie, die Standardfremdes ausrottet? Die schlimmsten ökologischen Katastrophen haben nicht etwa weltreisende Urlauber oder Gärtner begangen, sondern Biologen und Fachleute. Und die Moral von der Geschichte? Tue es oder tue es nicht. Willst du in deinem Garten lediglich standardheimische Pflanzen verwenden? Lass dich nicht daran hindern. Auch mit heimischen Pflanzen lassen sich wundervolle Gärten gestalten. Solltest du aber das Hochland von Mexiko oder japanische Moosgärten als Vorbild haben, lass auch du dich nicht von Gartenideologen von deinem Vorhaben abbringen. Ein Garten sollte nicht das Gelände für ideologische Grabenkämpfe sein. Unsere Gärten werden die Natur weder retten noch zerstören. Und das ist gut so. Danke.